Was ist ein BGM Power Netzwerk und welchen besonderen Vorteil hat es für Kunden? Das klären wir heute. Bleiben Sie dran! Hallo! Mein Name ist Patrick Illing vom Gesundheitsmanagement Ruhr. In unserem heutigen Videobeitrag soll es um das BGM Power Netzwerk gehen. BGM Power Netzwerk, was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Die Idee, ein solches Power Netzwerk aufzubauen, entstand aus unserer Erfahrung von vielen psychischen Gefährdungsbeurteilungen sowie Firmenanalysen, die wir in der Vergangenheit bei Unternehmen durchgeführt haben. Egal ob kleines Unternehmen oder großes Unternehmen, es ergab sich immer eine mehr oder weniger große Vielzahl an Handlungsfeldern, die entweder im Bereich des Gesundheitsthemas lagen oder manchmal sogar auch weit davon entfernt waren. Dass zum Beispiel organisatorische Probleme auftraten, dass personelle Probleme auftraten, dass bauliche Probleme auftraten und so weiter und so fort. Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert bei uns immer auf der psychischen Gefährdungsbeurteilung, gegebenenfalls nochmal kombiniert mit einer Bedarfsanalyse, wo wir dann einzelne Faktoren nochmal zusätzlich abprüfen, wie sieht es aus im Unternehmen, wo sind Problemfelder, wo ergeben sich mögliche Handlungsfelder, die im Rahmen eines BGM-Konzepts oder auch eines erweiterten BGM-Konzepts zu behandeln sind. Ein kleines Beispiel. Wir waren vor einiger Zeit in einem Unternehmen, welches als Subunternehmer für ein Großunternehmen arbeitet. Dabei stellten sich verschiedene Handlungsfelder heraus. Das eine war zum Beispiel das Thema Beleuchtung am Arbeitsplatz. Das ist ein Thema, was eigentlich weniger was mit betrieblichem Gesundheitsmanagement, aber sehr wohl was mit Mitarbeiterzufriedenheit zu tun hat und auch ein Stück weit mit Arbeitssicherheit. Denn klar ist, wenn der Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz nur unzureichend Licht hat, hat ein erhöhtes Unfallrisiko. Andererseits ist es natürlich auch belastend für die Augen, wenn ich mich die ganze Zeit näher an meine Arbeit ranbewegen muss oder unter ungünstigen Verhältnissen arbeiten muss. Neben diesem kleineren Problem haben wir aber auch immer wieder organisatorische Herausforderungen zu bewältigen. Und da kommen wir als Gesundheitsmanagement Ruhr als Dienstleister im BGM natürlich an gewisse Grenzen. In der Regel sieht das ja schon so aus, dass wir ganz aktiv unsere Arbeitsplatzbegehungen, sofern wir sie denn dann durchführen, zusammen mit der örtlichen Fachkraft für Arbeitssicherheit durchführen. Der bringt für uns die Kompetenz im Unternehmen speziell zu sagen, okay, wir haben hier einen speziellen Produktionsablauf, der muss so oder so oder so vonstatten gehen. Das ist okay. Da holen wir uns die Kompetenz im Unternehmen für das Unternehmen rein. Es gibt aber auch noch viele andere Bereiche, wo wir, ja sagen wir mal Handlungsfelder, wir nennen sie immer ganz charmant Baustellen, auftun, die wir aber nicht lösen können oder wo wir sagen, wir sind dafür nicht der optimale, kompetente Ansprechpartner. Wir benötigen dafür zusätzliche Kompetenz, zusätzliche Leistungsfähigkeit. Das war die Geburtsstunde unseres BGM Power Netzwerks. Auf unserer Seite unter der Rubrik Netzwerk sehen Sie, wie wir das Ganze so verstehen. Wir haben im Prinzip ein zweistufiges Netzwerk. Zum einen haben wir Premium-Partner, die wir direkt bei Ihnen als Kunden im Rahmen eines BGM-Konzepts platzieren können. Das sind ausgesuchte Spezialisten der einzelnen Fachbereiche. Viele haben den Vorteil, dass sie Dienstleistungen anbieten, die entweder wir oder diese Dienstleister direkt mit dritten Stellen abrechnen können. Das können Fördermittel sein, das können Abrechnungen mit Krankenkassen, Berufsgenossenschaften sein, das können Abrechnungen sein im Rahmen des Präventionsgesetzes. Wir bieten eine ganz breite Palette an Optionen. Entsprechend haben wir natürlich Fördermittelberater, Investmentberater und so weiter auch an unserer Seite. Einmal so in die Übersicht reinguckt. Angefangen Steuerberater, Fachanwälte für Arbeitsrecht, natürlich auch für Vertragsrecht, Fördermittelspezialisten, akkreditierte Unternehmensberater, die spezielle Beratungsdienstleistungen staatlich gefördert in ihr Unternehmen reinbringen können. Diplom-Sportlehrer, Sportwissenschaftler, Ernährungsberater, die so die Seite
verhaltensorientierte Maßnahmen abdecken können. Innenarchitekten, ganz wichtiges Thema. Wie kann ich vielleicht mit vorhandenen Möglichkeiten mein Büro umbauen? Architekten natürlich insgesamt. Spezialisten für Büroeinrichtungen, Personal Trainer, Führungskräfte-Coaches, Diplom-Gesundheitsberater, aber auch Optiker, Hörgeräte-Akustiker, Thema Bildschirmarbeitsplätze, Bildschirmbrillen-Spezielle, da haben wir Spezialisten für. Gehörschutz, Gehörschutz so, dass er von den Mitarbeitern auch akzeptiert wird, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich auch Heilpraktiker, Innendesigner und so weiter und so fort. Sie sehen, wir haben einen riesengroßen Strauß an unterschiedlichsten Professionen, die wir für Ihr Unternehmen direkt einsetzen können. Wie gesagt, viele davon sogar mit staatlicher Förderung oder wo wir diese Dienstleistung dann im Rahmen von Förderprogrammen abdecken können. Daneben, ich sag mal so, Beispiel. Wir stellen fest, dass ein Büro umgestrukturiert werden soll. Ein großes Großraumbüro, meinetwegen 50 Arbeitsplätze, soll ganz neu designt werden. Der Innenarchitekt macht seinen Plan, der Büromittellieferant überlegt sich neue Büroeinrichtungen und so weiter. Was muss noch gemacht werden? Schallschutz an den Decken, eventuell eine andere Deckenbeleuchtung, neue Arbeitsplatzbeleuchtungen, eventuell Beschattungen draußen an den Fassadenfenstern, weil sich der Lichteinfall anders darstellt und so weiter und so fort. Auch da, wir brauchen Maler, wir brauchen eventuell Bodenleger, Elektriker, Sanitär und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es um Baumaßnahmen im Unternehmen geht, auch dafür finden wir Lösungen. Ich sage immer bei meinen Kunden, egal welches Problem sie haben, wir haben 700 Partner an unserer Seite, die dieses Problem mit Sicherheit lösen können, und können dies nicht lösen, haben die in ihrem eigenen Netzwerk auch nochmal Problemlöser. Das ist das, was, glaube ich, das Gesundheitsmanagement Ruhr sehr deutlich von anderen Dienstleistern im Bereich BGM abhebt. Wir bieten einerseits natürlich die BGM-zentrale Beratungsdienstleistung, ein Bündel an Maßnahmen auch im BGM. Für alles das, was darüber hinausgeht oder im gesamten BGM-Prozess, im gesamten BGM-Projekt noch an weiteren Herausforderungen kommt, das können wir mit unseren starken Partnern lösen, und das ist ein einzigartiger Vorteil für Sie als Kunde. Sie bekommen einen perfekten Service mit ausgesuchten, handverlesenen Spezialisten und das alles aus einer Hand. Sie brauchen sich um nichts großartig zu kümmern. Wir kümmern uns um die Abwicklung, wir stellen die Kontakte her, wir begleiten, wenn sein muss, diese Projekte und so weiter, sodass es eine optimale Dienstleistung für Sie wird. Schauen Sie mal bei der Konkurrenz nach. Wer bietet Ihnen die Möglichkeit, Sportlehrer reinzubringen, Büroeinrichtungen überprüfen zu lassen, Lampen auszutauschen, von alten Röhrengeräten zum Beispiel hin zu modernen LED-Beleuchtungen mit Tageslicht und so weiter? Ich glaube, da haben wir schon einen enormen Vorteil. Gerne können Sie uns testen. Schicken Sie uns Ihre Herausforderungen und wir schauen, ob wir auch dafür eine Lösung finden. Ich freue mich drauf. Einen schönen Tag noch.